Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind gerade mit Scourge unterwegs und sollen hier den Hangar nochmal überprüfen. Das Ganze machen wir doch mal. Das ist eine Fähre des ewigen Imperiums. Von Sakul. Alte und neue Diener, die sich um den Schrott ihres einst großen Meisters prügeln. Erbärmlich. Ja, sie werden uns auch nicht aufhalten. Wer immer sie sind, sie werden mit den anderen untergehen. Exakt. Ich spüre niemanden an Bord. Das war's mit dem Schiff. Die Schildgeneratoren sind hinüber. Wir nehmen jetzt die Waffen offline. Wir haben alle Rettungskapseln gestartet und den Hangar geräumt. Möglicherweise sind Sakulaner an Bord. Das hat uns noch gefehlt. Wir halten die Augen offen. Zeit, die Brücke zu erobern. Ich bin bereit. Okay, dann mal auf zur Brücke. Immer noch kein Anzeichen für weitere feindliche Schiffe. Ich gehe längsseits des Schiffs und stelle die Sensoren auf Maximum. Wenn ihr Unterstützung braucht, kann ich in kürzester Zeit an Bord sein. Okay, jetzt müssen wir hier ins Kommandodeck. Wie könnt ihr euch ein Schiff dieser Größe leisten? Können wir nicht. Kira hat es gestohlen. Hey, zieht mich da nicht rein. Ich wollte die Korvette. Man spüre die Macht der Sith. Ich brauche einen Freiraum. Okay, sehr schön, das hat geklappt. Gucken wir mal, was hier noch so auf uns wartet. Noch mehr Truppen. Sind Geschichte. Dieses Ding bewegt sich keinen Zentimeter mehr. Es sei denn, ein noch größeres Schiff stellt es ab. Genug jetzt! Ihr habt recht. Kein Schiff ist gut genug, ein Schrotthaufen dieser Größe. Es reicht. Was ist denn mit Sport los? Wer bist du denn? Eine Dienerwache, okay. Deaktiviere das Schiff. Ja, machen wir. Diese Leichen. Erben von Sakul. Ihr Anführer hat mir erzählt, sie kämen zurück, wenn ihre Zeit zu sterben gekommen sei. Sie müssen den Kurs des Schiffes geändert haben. Aber wollten sie sich vor uns verstecken? Oder vor den Dienern? Sind sie Verbündete oder Feinde? Ich bin mir nicht sicher. Die Erben folgen vor allem ihren Prophezeiungen. Man kann unmöglich wissen, auf welcher Seite sie stehen.
Dann rücken wir mit Vorsicht vor. Falls noch welche von ihnen leben. So viele Leben verloren. Das muss enden. Hier und Revan. Jetzt. Revan. Das Ende ist näher denn je. Aber die Bedrohung ist ebenso entsetzlich, wie wir sie uns vorgestellt haben. Das Ritual, das auf Tenebres Körper geschrieben wurde, die entfesselte Seuche, wird vom Geist der Opfer genährt. Tenebre wird neu hergestellt. Ich spüre es. Ihr müsst eingreifen, bevor es zu spät ist. Ihr habt Scourge geführt. Ihr müsst der Verbündete sein, den Scourge erwähnt hat. Ihr habt ihn zu Tenebres Körper geführt. Wir hatten gehofft, die Zerstörung seines Körpers wäre sein endgültiges Ende. Aber das hat nicht ausgereicht. Seine Essenz selbst muss vernichtet werden. Das ist unser Plan. Kira führt uns in die Meditation. Wir vereinen unseren Geist mit dem von Satil und beenden seine Verseuchung der Galaxis für immer. Dann los! Schnell! Ich werde euch unterstützen, so gut ich kann. Wunderbar. Kira, die Brücke ist gesichert. Bei uns ist auch alles klar. Wir treffen uns auf der Krankenstation. Ich traue Revan nicht. Revan verweigert sich dem Tod fast genauso störrisch wie Tenebre. Ich traue ihm nicht. Revan will Tenebres Vernichtung mehr als jeder andere, der jemals gelebt hat. Wenn ihr in dieser Galaxis auf irgendetwas vertraut, dann darauf. Kommt, das Ende ist in Sicht. Warten wir mal ab. So, wir bekommen ein paar Saisonpunkte. Gucken wir mal. Ja, Stufe 2 haben wir erreicht hier. Ein gestohlenes Datenmodul mit strengen Vertraulichen von der Glücksspielbehörde und Verwaltungsinstanz in verschiedenen Casinos in allen Teilen der Galaxis durchgeführten Analysen. Bring es zu Phalanx auf deinem Schiff, um deinen Ruf innerhalb der Glücksspielbehörde und Verwaltungsinstanz zu festigen. Droppt nur für Spieler, die innerhalb der Glücksspielbehörde und Verwaltungsinstanz noch keinen Legendenrang erreicht haben. Ja, das dürfte auf uns zutreffen. Nehmen wir das doch mal direkt mit hier. Okay. Weiter geht's. Die können wir dann wahrscheinlich an Phalanx einfach übergeben. Auf zum Krankendeck. Allzu groß dürfte das Schiff jetzt nicht mehr sein. Heskals Prophezeiung. Endlich sind wir hier. Ihr werdet diese Sache nicht aufhalten. Ihr könnt sie nicht aufhalten. Ihr werdet niemals siegen. Valkorions letzte Hinterlassenschaft bleibt von eurer Korrumpierung verschont. Ihr wart Marionetten. Narren. Wir waren seine wahren Anhänger. Nur wir kannten die wahre Gestalt seiner Kraft, seines Plans. Ihr wurdet alle hintergangen. Ihr wart alle Marionetten. Der Mann, von dem ihr so besessen seid, hat sich nie um euch geschert. Warum sollte ein Gott sich um die Insekten zu seinen Füßen kümmern? Seine
Pläne überstiegen unser aller Horizont. Und niemand wird sie durchkreuzen. Er ist der Meister der Macht. Der Meister von uns allen. Wer sich gegen eine solche Kraft stellt, muss zerstört werden. Wenn ihr unbedingt Vernichtung wollt, dann sollt ihr sie bekommen. Ich bin die Waffe seines Willens. Niemand besteht gegen seine Kraft. Na, das wollen wir ja mal sehen. So, auf zu Gliedern 4. Weichen wir mal ein bisschen aus. Aber eben doch ein bisschen knapp so mit der Gesundheit. Wiederbelebung sollten wir vielleicht unterbrechen, wenn es nochmal kommt. Gleich mal plündern hier, was habt ihr Schönes? Ein paar Credits und Ausrüstungsgegenstände. Ja, also Diener 4 ist schon richtig mächtig, muss man sagen. Da war ich ein bisschen zu langsam, um das zu unterbrechen. Aber geht ja auch so. Kira, machen wir. Hoffen wir, dass sie die Letzten waren. Meisterin Satil, sie lebt noch, aber Tread und Syl sind tot und der Rest steht kurz davor. So viel Dunkelheit. Wir müssen uns beeilen. Bildet einen Kreis. Schnell! Wir werden unseren Geist mit Satil vereinen, um ihr im Kampf zu helfen. Konzentriert euch auf sie. Achtet auf ihren Atem und passt euch ihm an. Schließt eure Augen. Ich weiß noch immer nicht so recht. Seid ihr sicher, dass das funktioniert? Schließt eure Augen. Lasst euch von meiner Stimme leiten. Hört zu. Folgt meiner Stimme. Die Macht vereint uns alle. Durch die Macht wird alles eins. Folgt meiner Stimme. Folgt. Ich kann die anderen nicht spüren. Ich bin nicht sicher, ob sie es hineingeschafft haben. Unerwartete Gäste. Faszinierend. Das ist doch Valkorion. Wer seid ihr? Ich bin euer Henker. Ich bin derjenige, der euch gleich entleiben wird. Ah, natürlich. Wer sonst würde freiwillig hierher kommen?
Ich habe sehr viel von euch gehört. Muss ich runterfallen? So schnell stirbt niemand. Kämpfen wir wieder gegen irgendwelche Schattenmonster. Boshaftigkeit, Wildheit. Nochmal Boshaftigkeit. Beeindruckend. Überaus beeindruckend. Was zum... Mein missratenes Kind. Gerade ihr solltet es besser wissen und meine Stärke nicht herausfordern. Oder so entnahm ich es der Erinnerung dieses Jedi. Euer Geist ist widerstandsfähig, milde ausgedrückt, passt sich sehr schnell an. Wehrt sich standhaft. Wir stehen uns nicht zum ersten Mal gegenüber. Erinnert ihr euch nicht? Diese Jedi erinnert sich, auch wenn es an Einzelheiten fehlt. Ihr seid nicht, was ihr vorgebt. Doch bin ich. Und auch nicht. Soll ich jetzt Angst haben? Euer Unsinn hat mich früher nicht beeindruckt. Und er beeindruckt mich jetzt auch nicht. Kleingeister erfassen das wahre Ausmaß ihrer Lage häufig nicht. Das ist der Körper, den Scourge und ich zerstört haben. Sein ursprünglicher Körper. Tenebrae. Das in ihm verankerte Ritual ist keine Seuche. Es ist ein Abdruck. Ein Echo dessen, was er damals war. Es hat länger gedauert, als ich gehofft hatte, mich selbst wieder zusammenzusetzen. Aber Zeit war noch nie ein Problem. Nicht für mich. Ehrlich gesagt, ich habe den Vorgang durchaus genossen. Die Erinnerungen dieser Jedi und ihrer Anhänger an mich, an uns, recht amüsant. Ich werde euch aufhalten. Ihr werdet ihr oder sonst jemandem nie wieder wehtun. Wie selbstbewusst. Ihr kennt mich offensichtlich nicht so gut, wie ihr denkt. Die Version von mir, die ihr kanntet, wurde zu selbstgefällig. Abgelenkt von sterblichen Bedenken. Reiche, Kriege, sogar eine Familie. Ich habe gesehen, wohin dieser Weg führte. Jetzt bin ich nicht mehr so leicht abzulenken. Mir wird gelingen, woran er scheiterte. Und dank euch habe ich eine Auswahl interessanter Körper, um mich zum Sieg zu führen. Oh, 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 oh. Begib dich ins Zentrum der Vorstellungskraft. So, wir gucken erstmal auf die Karte. Ja, da sind wir richtig. Dann machen wir das doch mal. An dem Groll kommen wir wohl nicht vorbei. Dann kämpfen wir mal. Thank you.
Okay, wo sind wir hier? An einem republikanischen Standort scheinbar. Eine Erinnerung an Tyson, das ist der republikanische Planet, auf dem auch die Jedi-Akademie ist. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht und lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal.